Ja, die Oberlausitzer heißt ja, die hätten einen Dicknüschel, einen harten Kopf oder wie wir auch sagen, einen Eberlausitzer Granitschadel, weil wir die Granitplatte hier haben, die größte Granitplatte, die es überhaupt in Europa gibt. Und naja, da heißt ja, wir wären genauso, aber ganz so schlimm sind wir nicht. So einen harten Schadel haben wir auch gar nicht. Ja, die Oberlausitzer lassen sich nicht gerne gängeln, also tun die Ruhe bewahren. Sie sagen auch nicht gerne Nein und gerne Ja, sondern sie wollen sich immer ein Hintertürchen auflassen und wollen es, wie es so schön heißt bei uns, die wollen es nachher mal überschlafen. Das ist typisch für die Oberlausitzer. Die Oberlausitzer heißt, sie werden ein bisschen maulfaul, die würden allzu viel reden. Ein Oberlausitzer weiß viel, aber er sagt eben nicht alles, was er weiß. Und das ist ganz kurz so. Ne? Die Oberlausitzer tun sich auch gerne aushämschen, aushieneln, also auf den Arm nehmen, verspotten. Das wird also auch gerne gemacht. Aber bis zur Niedertracht läuft das eigentlich nie. Das geht also ungefähr so, die Nachbardörfler waren verscheißert, ne? Und auch vielleicht Berufe, zum Beispiel, ein Mäuer ist kein Dummer, der Arbeiter kann Sommer, und ist der Sommer lang, dann macht der Mäuer krank. Oder der Aberspecher hat große Nasenlöcher, die Uderwitzer große Hemmschlitzer. Ja, das ist typisch für den Oberlausitzer. Wie gesagt, er lässt sich schwer überzeugen, er ist ein bisschen konservativ, ein bisschen altmodisch. Aber wenn der Oberlausitzer mitgekriegt hat, dass sich das Neue lohnt, dann setzt er sich dafür auch ein. Die Oberlausitz ist meine Heimat. Ich liebe die Menschen, ich liebe die Leute, ich liebe meine Familie. Ich bin Oberlausitzer, bin hier geboren und glaube auch Oberlausitzer. Ich bin nie auf die Idee gekommen, vielleicht auszureisen nach Westdeutschland. Wobei ich nur noch einer war, der mit dem DDR-Regime überhaupt nicht vereinverstanden war. Aber ich bin Oberlausitzer. Ich habe mir damals immer gesagt, wenn alle, die dagegen sind, rüber machen und so, wo bleibt dann hier der Widerstand? Ja, das ist die alte Oberlausitzer Tracht, wie man sie vor 160, 170 Jahren noch getragen haben. Das ist ja die Deckelmütze, die vorne im Oberlausitz war, wenn sie zur Hochzeit gegangen sind, die hatten dann auch einen Dreimaster gehabt, Dreimaster, also Dreispitz. Dann würden sie meistens eine kurze Hose, es konnte eine Lederhose sein, es konnte aber eben auch so eine Hose sein aus Manchester, eine Kniebundhose. Und dann ist typisch immer das Halstuch, aber für viele Trachten ist das Halstuch, das im Name Dichel, wie man auch sagt. Und dann die Strümpfe, das waren selber gestrickte Strümpfe meistens. Meistens im 18. Jahrhundert waren es rote Strümpfe, im 19. Jahrhundert dann blaue Strümpfe und eben die Schnallenschuhe hat man getragen. Und damit ist man eben durchs Dorf gelaufen, es war also die Ausgangstracht. Es gab natürlich dann die Festtagstracht auch, die war natürlich dann noch viel vornehmer. Da wurde die Schießelbinke, also der lange Gehrock wurde getragen und es wurden dann auch weniger rote Strümpfe, dann man zog noch weiße Strümpfe an. Also man hat praktisch zu jedem Anlass hat man eine andere Tracht getragen. Sogar wenn man in die Kirche gegangen ist, war Unterschied, ob man zum Abendmahl gegangen ist oder ob Begräbnis war oder ob eine Hochzeit war oder Taufe war. Es wurde immer eine andere Tracht getragen, obwohl die Grundausstattung war natürlich immer die gleiche. Das Brauchtum, das ist die Gesamtheit aller Sitten und Bräuche. Das sind also immer wiederkehrende Handlungen. Und diese Bräuche, also die Bräuche, die man pflegt, die dienen letztendlich auch der Gemeinschaft und der Festigung des Heimatbewusstseins. Und da gibt es viele Bräuche, da gibt es zum Beispiel die Arbeitsbräuche, da gibt es die Bräuche im Kreislauf des Jahres und des Lebens und es gibt natürlich auch die Festtagsbräuche. Seine Wurzeln, naja, sowohl heidnische, christliche, auch individuelle, wenn man so will, also ethnische Wurzeln. Nehmen wir mal an Weihnachten, das lässt sich wunderbar darstellen. Weihnachten
war ja ursprünglich heidnisch. Das war also die Wintersonnenwende, die man gefeiert hat. Die Sonne, die stieg ja dann wieder an, es wurde, die Tage wurden länger und man freute sich dann schon auf die wärmere Jahreszeit. Dann christlich ist ja, Christi ist geboren, das wissen wir ja nur alle. Und das Individuelle, dieses Ethnische, muss man sagen, man muss Weihnachten in Deutschland feiert man anders wie Weihnachten in Afrika, nehmen wir mal an. Bei uns, die Germanen schon, die liebten die Farbe grün, sie holten sich in der Winterszeit, holen sich grüne Nadelbäume rein, also da ist dann unsere Tanne, unser Christbaum oder Weihnachtsbaum entstanden und die hängen dann, was da so, der Behang, der da ist, da hat man die Silberfäden, zu meiner Zeit wurden die ja noch aufgehängt, also das Lametta, das bedeutete also für die Eiszapfen, dann die Kugeln, die man hatte, es waren eben Äpfel, so die Äpfel waren ja zu schwer, da hat man dann Glaskugeln draus gemacht. Na, in Afrika, die würde ich denken, die, wenn die dort feiern, die Christen, dann holen sie sich eine Zypresse rein, denn dann gibt es dort keine. Beispiel, wie unterschiedlich man eben zum Beispiel das Weihnachtsfest, das Osterfest, überhaupt alle Feste feiern kann. Ja, das geht also los, wenn ich jetzt die Bräuche im Jahre nehme, die Vogelhochzeit am 25. Januar, dann kommen die ganzen Fastnachtsbräuche, zum Beispiel eben das Singen und das Betteln zu Fastnacht, was bei uns die Kinder eigentlich noch machen. Dann geht es weiter, man singt natürlich auch zum Gründonnerstag, ne? Guten Morgen, morgen zum Gründonnerstag, Gatmer raus am Battlestag, nicht so filtern, nicht so winkt, dass man nicht der Sarg zerspringt. Ne? Und so viele Sprüche gibt es da, was die Kinder da singen. Dann die ganzen Osterbräuche, nicht bloß Ostereier suchen, sondern das Osterschießen, das Osterreiten, das Ostersingen. Dann geht es dann weiter mit den Pfingstbräuchen, dann kommen die Bräuche im Sommer, mit die Schützenfeste, Schissen, wie es bei uns heißt, dann die Kirmes, die man feiert und so geht das weiter. Zum Beispiel feiern wir im Oberland auch den 31. Oktober, aber nicht Halloween, sondern bei uns Tradition das Flendippel gehen. Also das heißt also folgendermaßen, die Kinder tun eine Rübe aushöhlen, und stellen dort die Lichtel rein, da stellen sie dann vor die Häuser, dann klingeln sie und die Hausleute kommen raus, ne, legen was Süßes hin oder Geld hin, stecken dann die Kinder ein und dann gehen sie zum nächsten Haus. So wird das ganze Dorf abgeklappert. Ne? Das ist dieser alte Brauch, Flendippel gehen, wie es bei uns noch im Oberland zwischen Waldersdorf und Elberstorf gemacht wird. Dann nehmen wir mal an, ich mache ja viel Hochzeitsbitter, habe ich gemacht. Nehmen wir mal an, da gibt es so viele Bräuche, die sich da konzentrieren. Nehmen wir mal an, das Verschnüren, was mir ganz gut gefällt. Also wenn das Brautpaar aus der Kirche, aus dem Standesamt kommt, tun dann die Kinder des Dorfes eine Schnürbahn, die schnürren oder verschnüren oder verspannen, so heißt das im Volksmund. Das ist also symbolisch dafür, dass das Brautpaar jetzt einen neuen Lebensabschnitt betritt. Alles andere, alles Böse, alles Ärger, die Einsamkeit wird zurückgelassen und einen neuen Lebensabschnitt tun sie miteinander streiten mit den Gästen. Und das Brautpaar und auch die Gäste müssen dann Geld hinwerfen. Dann geht also die Schnur runter und alle steigen drüber. Und das kann man den Kindern also heute noch begreiflich machen, denn wenn sie hören, dass sie das Geld selber einstecken können, ne, dann machen sie das auch mit. Aber viele wissen das nicht mehr, ist verloren gegangen. Ganz einfach eben, wenn man im Fernsehen guckt, was sieht man da? Da sieht man die Hochzeiten in den Fürstenhäusern, was sieht man die Hochzeiten, die irgendwo gehandhabt haben. Aber von der Oberlauser Hochzeit ist eben nicht die Rede. Ja, es ist natürlich erst einmal schwer, dieses Brauchtum lebendig zu machen. Ganz einfach, es sind mehrere Fakten, die dagegen sprechen. Erst einmal glaubt man nicht mehr an den Inhalt der Bräuche. Welches junge Mädel glaubt noch, wenn sie Ostern, in der Osternacht Osterwasser schöpft? Das hat man zu meiner Zeit noch gemacht. Da sind die also zum Bach gegangen und haben Osterwasser geschöpft. Und wenn man sich damit dann wäscht, wird man hübsch. Ne? Wer glaubt denn da noch dran? Ne? Wer glaubt dann daran, zum Beispiel wird ein Kirschzweig reingeholt in der Barbara, am Barbaratag oder am Nikolaustag, also am 4. oder am 6. Dezember.
der Kirschzweig wird dann in die Vase gestellt und wenn er dann Weihnachten blüht, wird das junge Mädel dann heiraten im zukünftigen Jahr. Da klappt er auch nicht mehr dran, das ist das eine. Dann das nächste ist durch die ganze Sache hier Massenmedien, da werden abends zu wenig Bräuche, regionale Bräuche vorgestellt, sondern immer wieder welche aus dem Ausland oder aus ganz Deutschland. Und dann natürlich die ganze Sache wie Computergeschichte. Die Kinder machen doch viel lieber Computerspiele oder tun im Internet saufen, als also vielleicht draußen Hascher oder Verstecker oder sowas machen. Das hat sich eben alles geändert. Und man kann also die Bräuche den Kindern schmackhaft zu machen, muss man ein bisschen umgestalten. Zum Beispiel, ich will mal vorschlagen, dass das Lichtelschwimmen. Also ich mache mit meinen Enkelkindern immer zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit Lichtelschwimmen. Das heißt, es werden Walnussschalen werden in Walnussschalen werden Lichtel, Puppenlichter reingegeben. Dann wird eine Schüssel mit Wasser hingestellt. Dann werden die Walnussschalen auf das Wasser gesetzt und die Lichtel angezündet. Und jedes Lichtel bekommt einen Namen von der Familie, also Vater und die Mutter, die Großmutter, Großvater und die Kinder, Tanten und Onkel. Und das Lichtel, was am längsten schwimmt, wo das Lichtel also ganz zum Schluss erst ausgeht, ne, der lebt am längsten. So. Da es nur was Abergläubisches ist, ne, habe ich mir was anderes einfallen lassen. Für meinen Enkeljungen, großer Fußballfan, der wohnt in Leipzig, RB Leipzig-Fan, da hat jedes Lichtel, wurde einer Fußballmannschaft zugeordnet, die in der Bundesliga spielt, ne. Und das Lichtel, das am längsten da rumschwimmt, ne, der wird dann deutscher Meister. Ne. Natürlich, mein Enkeljunge macht dann nur für RB Leipzig immer die größte Nussschale, das längste Licht. Aber es ist nicht immer der Fall. Ganz einfach, die Nussschale kann ja Feuer fangen und brennt dann ab. Also es war auch noch nicht ein einziges Mal, dass RB Leipzig am längsten rumgeschwommen ist. Die Mundart ist also vor 800 Jahren mitgekommen mit den Siedlern, die Franken aus dem Rheinland und aus Hessen, die haben das R gerollt. Ne? Also rollen ist nicht ganz richtig, eigentlich tun wir quirlen. Quirlen haben wir erst einmal das Q vorne, Q wird sowieso gequirlt, ne? Dann das I wird zum U hin verdunkelt, wir sagen also nicht quirlen, sondern quirlen. Dann haben wir das R hin, da wird die Zunge nicht gerollt, wie man denkt, sondern die Zunge wird oben an den Gaumen gepresst, es wird ein Schlauch, der nach hinten geöffnet ist. Und das Rrr, das wird ganz hinten im Halse gebildet, das ist also der Kehlart. Ne? Und dann haben wir noch das L, Rrr, Rrr, das ist ein dickes L. Im Hochdeutschen tut man ja die Zunge vorne an die Zähne pressen, aber bei uns in der Oberlausitz wird auch bei dem Rrr, die Zunge zusammen gedrückt und wird oben an den Gaumen gepresst. Deshalb dieses dumpfe Rrr, Rrr, Rrr. Und in dem Wort quirlen, quirlen sind alle vier Laute drinne, die in der Mundart anders gesprochen werden als in der Hochsprache. Deshalb tun wir quirlen. Ne? Zum Beispiel, durch Rupperstorf kommt ein Storch durchs Dorf durch. Was kommt ein Rupperstorf durchs Dorf durch? Ein Storch. Ne? Durch Rupperstorf kommt ein Storch durch das Dorf durch. Was kommt durch Rupperstorf durch das Dorf durch? Ein Storch. Oder Wurz, was Wort geworden Wurz und wenn es hat leider wortlich Wurz. Ja, ich verstehe selber kaum, was ich da gesagt habe. Also das heißt, wird es, was es wird, gewirtelt, also schwer gearbeitet wird. Und wenn es ein kleiner wirtlich, also ein unruhiges Kind wird, wird was wird gewordelt wird und wenn es ein kleiner wirtlich wird. Vogelhäuser ist ein Brauch, der wirklich nur in der Oberlausitz durchgeführt wird. Und zwar in der Oberlausitz, da beteiligen sich viele. Erst einmal, die sorgen durch ihre Sage, dass die Elster den Raben heiratet. Dann auch die Deutschen, denn das Lied Ein Vogel wollte Hochzeit feiern ist nicht im Sorbischen entstanden, sondern im Deutschen. Da heiratet allerdings nicht die Elster den Raben, sondern da heiratet die Braut. Die Braut ist also die Amsel, den Bräutigam, die Drossel. Und dann noch diese ganze indogermanische Vorstellung, die man vor 2000 Jahren gehabt hat. Und zwar, dass der Vogel ist nicht bloß ein Vogel, sondern in dem Vogel oder in dem Tier lebt die Seele des Menschen weiter nach dem Tode. Ne? Und deshalb muss man die Vögel füttern. Die Vögel stellen die Verbindung her zwischen Himmel und der Erde. Die wissen also viel mehr, wie wir wissen. Und deshalb werden die Vögel gefüttert. Und da ist es nur so entstanden, man füttert die Vögel.
Die Kinder kommen nächsten Tag vielleicht raus, gucken auf das Fensterbrett, ne, sehen vielleicht, dass da was liegt, was Essbares, und fragen der Eltern, no, wie kommt denn das daher, wie kommt denn so ein Fensterbrett? Da sagen die, no, das haben die Vögel gebracht. Und deshalb ist das ganz so, da hat sich der Brauch umgedreht, nicht mehr die Menschen füttern die Vögel, sondern die Vögel, die geben den Kindern was, wenn sie die Vögel gut gefüttert haben im Winter. Ne? Das heißt also, es waren ja bei den Bäckern auch überall jetzt solche Schmetzelteig, Vogelgestalt gebacken. Oder früher hat man eben ganz einfach ein Stück Kuchen hingelegt oder was zum Naschen, Bonsel oder sowas hingelegt. Ne? Und das nehmen dann die Kinder natürlich. Und derjenige, der die Vögel eben nicht füttert, der so vielleicht sogar die Nester ausgenommen hat, ne? Da machen die Vögel dann ein Scheißdreckel auf dem Teller. Ne? Es werden noch verschiedene Bräuche, werden eigentlich noch ausgeübt. Und wie gesagt, man muss sich was einfallen lassen. Das eine habe ich ja gerade erzählt, das eine. Aber man kann, es gibt so viele, zum Beispiel am Ostern, das Osterschießen. Also bei uns auf den Dörfern im Oberland, aber auch in der Westlausitz, knallt das. Wenn Sie die Osternachter mal durch die Dörfer fahren, da knallt das überall. Das Osterschießen findet schon viele, viele Jahre statt. Durch Feuer und durch Krach vertreibt man also das Böse und holt das Gute also ein. Das wird also Osterschießen gemacht. Osterschießen wird so gemacht haben, es werden Milchkannen hinten in den Boden von einem Loch reingebohrt. Denn die Milchkanne wird dann hingestellt, man kann ja auch auf Räder kann man die stellen. Dann wird der Deckel vorne aufgemacht, wird Karbid reingeschmissen mit einer Spritzpistole, dann macht man den Karbid nass, dann wird der Deckel der Milchkanne wieder draufgesetzt und hinten mit einer Lunte fährt man dann über das kleine Loch, was im Boden ist, und nach dem Gas explodiert dann das Gas, kommt einen großen Knall und vorne fliegt dann der Milchdeckel raus. Ne? Und das macht natürlich auch den jungen Leuten statt, das ist nicht unbedingt für Kinder, kleine Kinder, sonst ist dann für Jugendliche ist das, und die bringen dann ihre Mädel mit und dann wird natürlich Bier getrunken, wird vielleicht mal Witze erzählt und es wird Spaß gemacht. Die Geselligkeit ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Deshalb wird dieser Brauch also in vielen Dörfern noch ausgeübt bei uns. Also verschiedene Bräuche sind ausgeschoben. Dann Sonntag Letare, das ist genau der Sonntag zwischen Fasnacht und zwischen Ostern. Da hat man eben, wie gesagt, den Sommer eingeholt und den Winter rausgetrieben, hat man gemacht. Das war überall verbreitet, auch in der Kollitzer Sache. Das wird auch noch in Thüringen und in anderen Gegenden wurde das gehandhabt und so. Da wurde also eben was auch, eine Schreckgestalt gemacht, eine Hexe oder Totenkopf. Den trugen dann die Kinder oder die jungen Leute des Dorfes bis zur Nachbarflur. Da schmissen sie rüber, damit der Tod im eigenen Dorf nicht eintritt, sondern den Nachbarn, dort kann ja jemand sterben, das ist ja so schlimm. Ne? Also das, oder es wurde verbrannt, die Puppe, oder wie gesagt, in der Bach ersäuft. Das hat man gemacht und dieser Brauch ist bei uns, zumindest im Oberlausitzer Oberland, vor 150 Jahren schon ausgestorben. Ja, es zum Beispiel, es gibt, nehmen wir mal die Mundart an. Mundart, ich schreibe, habe ich auch ein Kindermundartbuch rausgebracht zum Beispiel. Und da kennen dann die Eltern, die kennen dann, oder die Verwandten mit den Kindern, oder Großeltern mit den Kindern Mundart üben. Ne? Deshalb sind auch gleich einige Tonaufnahmen, sind da, es liegt eine CD bei, damit die Kinder das auch richtig aussprechen. Ne? Zum Beispiel sagen wir zur Ameise Omse. Ne? Und die Kinder bilden sich jetzt Omse, Ameise. Die Kinder bilden sich ein, die müssen das ganze O immer zum U machen. Hier in der Kollitzer Gegend sagt man ja Umse, aber jemand, im Oberland, wir sagen alle Omse, also dass sie das richtig aussprechen, ist wichtig. Dann, dass die Schulen solche Arbeitsgemeinschaften gründen, wie es eben auch zur DDR-Zeit war, wo man mit den Kindern kann Mundart üben, wo man mit den Kindern Mundartgedichte beibringt beispielsweise. Das Gleiche geht natürlich für Bräuche. Man kann den Kindern ja auf lustige Art und Weise die Bräuche darlegen. Man kann auch die Bräuche mit denen üben und so. Das ist ganz, ganz wichtig, die Erziehung der Kinder. Und da kannst du nicht erst anfangen, wenn die Kinder 10, 11, 12 sind oder noch älter, da musst du schon im Kindergarten davon anfangen. Und Vogelhäuser
Weihnachtszeit ist ja typisch, eben, wenn in den Kindergärten, besonders im sorbischen Sprachgebiet, die eine Vogelhochzeit, eine Hochzeit darstellt, eine Oberlausitz oder eine sorbische Hochzeit darstellt, wo eben ein Brautpaar gibt. Die Braut, wie gesagt, das ist die Amsel, der Bräutigam ist die Drossel und dann die Gäste sind alle anderen Vögel auch. Ne? Wir kennen ja alle das Lied, ne? Die Eule nahm Abschied mit Geheule und was es da so alles gibt, wird also gesungen. Das sind also Sachen, die man verstärkt in den Kindergärten, sogar in den Kindergärten machen muss. Oder zum Beispiel, wie ich es auch gemacht habe, ich bin zu den Grundschülern bin ich hin und da haben wir so einen Oberlausitzer Tag haben wir da gestaltet und die haben dann Tracht angezogen. Das macht den Kindern einen Heidenspaß, wenn sie sich anziehen können, wenn sie sich Tracht anziehen. Manche sagen, das sah mal ja aus, wir haben eine versatzte Plumpe, sagen natürlich auch manche. Ne? Aber bei den Kindern ist es so, ist es alles farbenfreudig, die sehen dann ne? Irgendwie alte Weiber aus. Ne? Und da haben die einen Heidenspaß dran, dann wechseln sie auch die Tracht. Und ich habe mindestens 4 oder 5 Kindertrachten für Jungen und auch Kindertrachten für Mädel, die dann anziehen. Ja, es werden verschiedene Sachen werden bleiben. Viele Bräuche werden sterben bzw. umgedeutet werden. Es wird eben, wie gesagt, als Flentippel wird eben Halloween sich durchsetzen, das ist amtlich. Aber viele Sachen, wie gesagt, werden auch bleiben. Zum Beispiel die Umgebindehäuser, die werden nicht alle weggerissen werden bis im Jahr 2060. Und mit der Mundart ist es so, die stirbt natürlich auch aus, das wissen wir auch. Ne? Aber man muss dann eben so machen, dass man mit den Kindern immer wieder übt. Beziehungsweise verschiedene Mundartwörter werden kaum aussterben. Zum Beispiel auch die Kinder, sogar in den Städten und so, verwenden das Wort Ock. Also sie sagen es mal Kumocke, sagen sie mal aber Komok, das sagen sie dann schon. Ne? Also es werden verschiedene Sachen, die wird es noch im Jahr 2060 geben, nicht so viel wie heute, aber man kann durchaus noch, wenn man in unsere Regierung kommt, kann man sagen, wir sind jetzt in der Oberlausitz.